Wenn du Probleme mit Selbstbefriedigung und Pornografie hast, dann ist heute der perfekte Vers für dich. Und zwar steht er in Galater 5, Vers 16. Wandelt im Geist, so werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Und es geht hier nicht darum, dass ihr genug Bibel lest oder genug zur Kirche geht oder genug betet, sondern dass ihr das lebt. Lebt im Geist, nicht tut geistliche Dinge, sondern lebt im Geist, so dass das zu eurer Normalität wird, dass ihr betet, dass ihr in Gemeinschaft mit anderen Christen seid, dass das normal für euch ist, dass das eure Priorität ist. Lebt im Geist, so wird euer Fleisch nicht mehr so stark sein. Tut gute Dinge, liebt die anderen, geht in den Gottesdienst, lest die Bibel, aber nicht, weil ihr denkt, dass ihr es machen müsst, sondern weil es euer Leben ist.